Hi, moin. Ich bin hier gerade ein bisschen unterwegs. Ich habe im letzten Video meine Karre umgebaut. Jetzt bin ich hier in Schweden gelandet schon mal. Der Weg geht wahrscheinlich nach Norwegen hoch. Mal sehen, wie das Wetter wo ist. Hier haben wir so ein bisschen Wasser hinter mir. Das ist ziemlich flach. Aber wir müssen auch mal irgendwann Pause machen beim Fahren. Waren jetzt schon an ein, zwei Spots gewesen, aber da war angelmäßig nicht so nice. Hier werde ich jetzt mal eine nice Surfcast-Route reinhauen mit dem Paternoster. Mal gucken, was ich für Köder finde. Ich würde sagen, direkt los, oder? Mal gucken, ob ich irgendwas zum Abendessen catchen kann. Ich habe jetzt einige kleine Schnecken gefunden. Viel mehr ködermäßiges war hier nicht. Da vorne sind ein paar Austern an diesen Steinen. Aber die sind immer ein bisschen blöd zum Angeln, weil die so schnell vom Haken abfallen. Habe ich jetzt mal hier meine Paternoster-Montage, falls man die sieht. Mache ich mal drei Stück ran. Dann laufe ich mal ganz weit raus. Und dann haue ich mal meine Rute da rein. Ich habe hier gerade mal barfuß für den Grip. Kleines Hügelchen erklommen. Da unten steht die Karre. Machen uns jetzt erstmal was zu essen. Da steht auch meine Angel irgendwo. Aber ich glaube, ich angle in ziemlich flachem Wasser, wenn ich mir das von hier oben so anschaue. Aber hier oben sind auf jeden Fall einige Heidelbeeren, Preiselbeeren, sowas. Da oben ein bisschen Wacholder, vielleicht sind da Beeren drin, dann grab ich mir davon auch ein, zwei. Und dann wird mal geguckt, vielleicht fahren wir heute Abend noch weiter. Vielleicht aber nicht. Jo, wir sind gerade so ein bisschen am Essen machen, kochen hier so ein bisschen was in einem schönen Topf. Uns ist das Feuer ausgegangen, aber was ganz nice ist, um Feuer zu machen draußen, wenn man hier dieses Zeug findet. So eine Flechtnaht, keine Ahnung, was genau das ist. Vielleicht zeigen wir, wie gut man damit irgendwas anzünden kann. So, einmal kurz angezündet. Nehmen wir das mal so ein bisschen schief. Ziemlich direkt brennt das eigentlich saugut. Irgend so ein Öl drin oder sowas. Dann so ein bisschen Birkenholz dazu. So schnell ist wieder an. Ja, was soll ich sagen zu dem Spot? Auf den ersten Blick war er ganz nice, auf den zweiten Blick ist er viel zu flach und ein bisschen krautig. Fürs Angeln wechseln wir die Spots. Jetzt machen wir uns erstmal unser Essen da vorne ready. Dann wir müssen was gesnackt und dann cruisen wir wahrscheinlich weiter. Also, wir haben uns gerade hier auf dem Hobokocher so eine schöne Suppe gemacht. Und dazu gibt's ja, einen Maiskolben à la bouffe. Optimal. Ja, gestern Abend sind wir tatsächlich noch weitergefahren. War da mit Angeln gar nicht nice, auch viele komische Algen und sowas und sau flach. Gar nicht gut. Sind wir gestern Abend noch hier hochgefahren an einen Spot, der mir bekannt ist. Hier waren wir nämlich letztes Jahr mit den Jungs gewesen, bisschen Meerforellen angeln, haben wir auch ein paar Meerforellen gefangen. Und wir kommen hier sowieso vorbei, da dachte ich mir, checken wir nochmal aus, vielleicht kommt ja noch einer um die Ecke. Haben wir hier eine ganz wilde Montage reingemacht. Und so einen schönen, eigentlich so ein Pilker-mäßiges Ding in klein. Mit einem Makrelen-Paternoster, weil mir letztes Jahr auch einer erzählt hat, dass er hier Makrelen fängt. Aber ich gucke einfach mal, was abgeht. Aber es regnet ein bisschen, es soll noch viel mehr regnen. Wahrscheinlich fahren wir später noch weiter oder morgen. Weil hier gingen die Meerforellen mal abends gut ab. Was heißt, die gingen gut ab? Wer das Video gesehen hat, weiß, wir haben 3 Tage gebraucht, um die erste Meerforelle zu fangen. Aber es ging gut ab. Wir haben es jetzt hier ein bisschen probiert auf beiden Seiten, auf Meerforellen. Kein Biss gehabt, eine springen sehen, aber das ging sowieso abends mal mehr ab. Wir haben uns ein paar Garnelen gecatcht. Die nehmen wir jetzt am Paternoster mal mit, auf diesen Steg da vorne, und dann gucken wir mal, ob wir irgendwelche Plattfische fangen können. Also Meerforellenmäßig ging nichts. Wir haben eine springen sehen, eine richtig große, aber die war ziemlich weit draußen. Uns ein paar Garnelen geholt, und jetzt probieren wir es von dem Steg mal auf Plattfisch oder sowas. Fürs Plattfischangeln sind wir mal hier auf so einen Steg gegangen. Da werde ich gleich mal dick meine Surfcast-Rute reinwerfen. Dafür habe ich mir so eine kleine Montage gemacht mit 2 Garnelen. Einmal da und hier haben wir so ein paar Schnecken. So, das wird glaube ich ziemlich nice. Ich habe noch 3 Garnelchen. Noch ein paar Schnecken, aber die sind hier überall. Und dann gucke ich mal, ob ich was catchen kann damit. Also ich habe hier gerade auf so eine Schnecke einen gigantischen Fisch schon mal gefangen. Und zwar eine kleine Grundel. Ja, also ich fühle mich ein bisschen wie zu Hause. Aber die wird als Köder benutzt. Hier ist bestimmt noch irgendwas Größeres, was auch mein Köder essen will. Also mit Naturköderangeln war nicht so erfolgreich. Ich habe nur so viele Grundeln gefangen, die genauso aussehen wie die zu Hause am Rhein. Das fand ich ein bisschen langweilig. Ich habe wieder geswitcht hier auf meinen Blinker mit Paternoster. Hier ist eine riesige Qualle. Ich guck mal, ob ich jetzt noch was fangen kann, sonst angle ich heute Abend ein bisschen weiter. Und sonst, wenn heute Abend nichts geht, dann geht's morgen weiter Richtung Norwegen.
Juhu. Wir haben mal hier so einen Köderfisch ins Wasser gelegt, so ein Stück. Da kommen schon so einige Garnelchen an. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock da drauf. Nur die Fische haben nicht so Bock auf meine Köder. Also, genug geangelt. Wir packen es jetzt für den Mittag. Heute Abend probiere ich es mal auf Meerforellen. Und bis dahin snacke ich mir hier so ein paar Austern rein und ein bisschen Zitrone. Ist locker auch sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Ab geht's. Wir sind jetzt zurück bei der Karre. Ich habe da vorne gerade schon wieder eine große Forelle springen sehen. Aber die müssen bis heute Abend warten. Ich snacke jetzt erstmal ein paar Austern. Wir sehen uns, wenn weiter geangelt wird. Jo, also wir waren gerade ein bisschen einkaufen gewesen. Ein bisschen geduscht mit einem Kanister, aber wir haben geduscht. jetzt gibt es noch ein Bierchen, bisschen was zu essen und dann hoffe ich mal, dass die Meerforellen beißen und dann kommen die Fische an Land. Also, der Abend ist schon wieder vorbei. Gestern Abend ging leider gar nichts ab. Jetzt so 6 Uhr morgens. Ich mache mal ein paar Würfe und wenn nichts abgeht, geht es später weiter. Man muss ja nicht die ganze Zeit im Spot sein, wo man keine Fische fängt. Ich geh angeln Schnackse, angeln Schnackse, angeln Schnackse, angeln Schnackse. Ich geh angeln Schnackse, angeln Schnackse. Ja, ich angeln Schnackse. Ich geh angeln Schnackse, angeln Schnackse, angeln Schnackse. Trink viel Schnaps, ja, trink das Klare, trink viel Schnaps, ja. Trink das Bier, straight aus dem Fass, ja. Trink kein Wasser. Holen Fisch aus dem Wasser, holen Fisch aus dem Wasser und trink kein Wasser. Ja, guck mich nicht so scheppern, sonst gibt's Klatsche. Von mir und am Schnackse, wir angeln Rapfen, hauen die Pfahnen, hauen die Pfahnen. Das wird dich entlarven. Also, was soll ich sagen? Die Angel ist schon mal so weit eingepackt. Die Sonne ist aufgegangen. Meerforellen und Plattfische hatten keine Lust jetzt die ersten 2 Tage in Schweden. Aber so ist das beim Angeln, man fängt halt nicht immer was. Aber jo, in der nächsten Folge von unserem Roadtrip seht ihr dann hoffentlich mal einen dicken Fisch. Wird vielleicht mal in den See gehen, wer weiß. Und dann später weiter hoch nach Norwegen. Vielleicht catche ich da ein paar dicke Dinge. Und ja, freut mich, wenn ihr euch die Kacke anschaut. Und sonst haut rein.